Herzlich willkommen hier zurück zu Bioshock Infinite. Wir sind am Ende angelangt. Der Songbird hat den Siphon zerstört, Elizabeth sieht nun alle Türen. Wir waren in Rapture und sind mit der Tauchkugel hier wieder aufgestiegen. Und jetzt folgen wir Elizabeth. Sieht so schön friedlich hier aus. Kriegst du sie auf? Es geht nicht. Verdammt. Aber warum wollen wir hier rein? Wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt er her? Er war schon immer da. Ich konnte ihn nur nicht sehen. Dann gehen wir mal durch. Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt 1 Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variable. Ja. Da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapiere ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war. Und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker, das ist schon geschehen. Wow. Ist schon heftig. Immer wieder heftig, sagen wir mal so. Schau, und da vorne sehen wir uns wieder. Unglaublich. So wie der Kontrollraum in alle Welten, die wir sehen wollen. Wie der Kontrollraum von Stargate. Egal, wo wir hinwollen. Ich höre Musik ganz, ganz im Hintergrund. Will the Circle be Unbroken? Das passendste Lied hierfür. Und jetzt höre ich wieder Somewhere Beyond the Sea. Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein, gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Lammes? Jesus, wasche diesen Mann rein! Vater... Lass ihn wiedergeboren werden! Herr! Schluss! Nein! Was soll denn das? Gehen Sie weg! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen! Ein nach Paris! Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein! Er war hier. Hier lang. Ja, ja. Comstock war hier. Wer ist Comstock eigentlich? Schön ist es hier. Ist ja an Land auch mal wieder schön. Und meine Schulden?
Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja, Mädchen gegen Schulden. Oh, Lutes. Ich tue mir jetzt echt schwer langsam. Ja, und jetzt ist der Joke. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. In einem anderen Universum habe ich die Kleine gebracht, aber eine andere Kleine. Nämlich Anna DeWitt. Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. DeWitt, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Das habe ich als Hintergrund immer gehabt. Was passiert? Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Komm, Stock. Nun ja. Dann geben wir ihm mal, was er haben will. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sich von ihren Sünden frei. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Okay, dann gehen wir mal. Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst tot? Nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Ja, ja. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Beim ersten Mal haben die Lutesses die Kleine angefordert, weil Comstock es wollte. Beim zweiten Mal waren sie überdimensional unterwegs und haben gesagt, hol sie wieder zurück und tilg deine Schuld. Was ist deine letzte Frage? Hey, ich spiel nicht mehr mit, hört ihr? Ziemlich instabil. Ich steig aus! Gib sie zurück! Gib sie zurück! Es geht schon? Spinnst du? Nein. Gib sie mir wieder, du Schwein! Es ist vorbei, los! Nein! Anna! Gib mir meine Tochter zurück! Nein! Check. Das ist der kleine Teil. Anna! Der zurückgeblieben ist. Anna? So leid, Anna. Verzeih mir. Der kleine Teil, der zurückgeblieben ist von ihr. Und dadurch hat sie ihre Kräfte erlangt, weil ein Teil in der einen Dimension ist und ein Teil von ihr in einer anderen. Sie ist fort, Booker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance... auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Genau, da hat er mich in den Riss geholt. Alternative Realität, hier war ich drin. Da hat er wieder gesagt, bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Und durch den Gang durch den Riss... ...ist bereits, dass sie funktioniert. Aber funktioniert er... Anna. Es tut mir so leid, Anna.
Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns, siehst bringen du? Sie uns die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte zusammen. Tilgen Sie die Schuld. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen alten. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die ich Kleine. Ich hab's erlebt. Und tilgen Sie. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Genau das ist es. Genau das ist es. Na komm. Ersticken wir Comstock in seiner Krippe. Wir wissen ja schon, was seine Krippe ist. Booker, bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Booker DeWitt, bist du bereit Was für die das? Wiedergeburt? Wieso bist sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles, was war, zurückzulassen? Du bist nicht... Tisch zu machen, wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Versteck ihn in seiner Krippe. Versteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt, bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. Drei Erfolge auf einmal. Alter. Das ist es. Damit habe ich euch Bioshock Infinite präsentiert. In der Spoiler-Version, damit man schon Foreshadowing hat. Macht natürlich das Ende jetzt ein bisschen unspannender, aber nach wie vor Goosebumping. Gänsehäutlich. Oh, es ist so... Es berührt jedes Mal, muss man sagen. Es ist eines der wenigen Dinge, die wahrscheinlich jeden berührt, der dieses Spiel spielt. Wow. Elizabeth. Unglaublich. Unglaublich. Diese Geschichte ist wirklich die beste Geschichte, die jemals in einem Videospiel erzählt wurde. Einfach, ich kann es nicht sagen. Also bisher... Das Beste, was ich jemals gesehen habe an Geschichte. So verworren, so extrem tiefgehend, tiefgreifend, wahnsinnig schön erzählt. Unglaublich geniale und geniale Charaktere, die wir hier in Comstock, Booker, Elizabeth, dem Fink, der ganzen Revolution sehen. Das ist so alles miteinander verwoben. Dass man es beim ersten Mal nie checken kann.
Niemals, das geht nicht. Ich habe versucht, euch in diesem Let's Play alles zu erklären, schon während es passiert. Deshalb habe ich auch immer empfohlen, bitte, bitte, bitte spielt das Spiel vorher selbst. Dann könnt ihr es ja anschauen, um eben alles erklärt zu bekommen. Es ist so verworren, einfach nur Comstock ist Booker. Er hat sich taufen lassen und ist, also Comstock hat sich taufen lassen. Booker hat sich taufen lassen in der einen Zeitlinie. Hier. Hm? Da hat sich alles geteilt und da ist alles in Gang gekommen. Und wenn man diesen Startpunkt des Kreises durchbricht, dann hat man es geschafft. You never need to doubt it. Also, so Wahnsinn. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. Na Wahnsinn. Wirklich. Tja, in der einen Realität ist es eben Comstock geworden, in der anderen blieb es Booker. Und durch diese Teilung kam es erst zustande, dass Booker, der nicht steril ist, ein Kind bekommen hat nach 100 Nie. Nämlich Anna the Witch oder Annabelle the Witch. Das ist auch sein. Upsi. Brandmal. Ade. Und in der anderen Realität hat, also ist nicht eine, das ist tausendfach und tausendfach mal dort den Comstocksens und dort Bookersens. Das ist ja das, es ist nicht nur ein Strahl, wo er sich teilte, sondern zig unendlichfach wahrscheinlich. Und das sind die Beach Boys, beziehungsweise das Gayest Quartet, Barbershop Quartet in Columbia. Was wir hier hören. Und ja, und dadurch konnte er überhaupt erst Anna damit weggeben an Comstock, der er war. Und damit er Comstock eben eine Nachfolgerin hat von seinem Blut. Das war ihm offenbar sehr wichtig. Comstock waren anscheinend wirklich diese religiösen Werte, die er da vermittelt, sehr, sehr wichtig. Und auch, dass es sein Blut eben ist. Und deshalb, sein wirkliches Blut in einer anderen Realität ist natürlich von Booker DeWitt, eine Tochter. Weil er selber ja steril ist. Aber ihr glaubt doch nicht. Ah, das Lutess-Theme. Gefällt mir immer am besten. Ja, fortunate son, shiny happy people, God only knows, da haben wir die ganzen Dinge. Tainted Love hat's gegeben, After You've Gone. Warte mal, After You've Gone, ist das nicht sowieso original? Will the Circle Be Unbroken? Und da gibt's nur eine ganz alte Country-Version original davon. Dann Will the Circle Be Unbroken mit Elizabeth. Das haben Troy Baker und die Sprecherin Courtney Draper wirklich eingespielt. The Easy Winners to Lace, The Strenuous Life, Sunflower Drag, Nocturne in E-Flat, We Will Dwell Here. Wahnsinn. Ja, herrlich. Der Soundtrack, die Atmosphäre, also neben der Story war es auch das atmosphärischste Spiel, das ich bis jetzt gespielt habe. Und es ist auch zeitlos. Wir haben jetzt zur Zeit der Aufnahme 2020. Rausgekommen ist das Spiel vor 7 Jahren, 2013. Das heißt, es ist 7 Jahre alt und ist wahnsinnig gut gealtert. Auch von der Grafik her. Die haben sie sehr, sehr gut gemacht. Also dieses Spiel wird wahrscheinlich auch, wird den Test der Zeit bestehen. Davon gehe ich fest aus. Das heißt, in 10, 13 Jahren, also wenn das 20 Jahre ist, wird es nach wie vor noch den gleichen Charme versprühen wie jetzt, gehe ich mal stark davon aus. Wow. Ja, und wenn man das Ganze weiterstrickt, dieses ganze Spiel mit den Gedanken, wodurch konnte Comstock denn eigentlich Booker DeWitt in der anderen Realität erreichen? Durch die Maschine der Lutesses.
und das ist der Joke, der Ursprung allen Übels, ist eigentlich die Lutessische. Also die Rosalind Lutess, die ihren Bruder Robert wahrscheinlich Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt von denen hier. Hergeholt hat, die haben die mit der Maschine eben. Und eigentlich die Maschine ist übel. Dadurch, dass die Maschine selbst da war, konnte Comstock seine Prophetie beginnen, weil er ja jede Realität in jeder Ausprägung sehen konnte. Der Nachteil bei dieser Maschine war eben, er wurde steril. Durch die Benutzung dieser Maschine. Everybody wants to rule the world, oder? Wahrscheinlich. Everybody wants to rule the world. Oh ja, vor allem Comstock. Ja, und er ist steril geworden. Ja, was macht er dann? Da er jede Realität sehen kann, sieht er auch, es gibt Realitäten in den Booker. Ich lasse das mal fertig laufen. Everybody wants to rule the world. Ja, es gab Realitäten, in denen Booker, das hat er gesehen, der Comstock, in denen Booker einfach sich anders entschieden hat, dem Suff verfallen ist, vorher noch eine Tochter bekommen hat und natürlich in Spielschulden versunken ist. Natürlich nicht eine, sondern tausend andere Realitäten. So. Und er wusste, aufgrund des Benutzens der Maschine ist er nicht nur steril geworden, sondern hat auch Krebs bekommen. Und somit konnte er sein Ziel nicht erreichen, dass er dadurch, dass sich die Union, also die USA, von Columbia dann distanziert haben, obwohl die helfen wollten, wollte er sagen, okay, gut, ich greife euch an, dann wenn wir soweit sind. Schafft er aber nicht, weil er den Krebs hat. Und aufgrund dessen, dass er den Krebs hat und steril ist, konnte er auch keinen Nachfolger zeugen. Aber da er die Maschine hatte, um in jede Realität zu sein und zu sehen, er selbst in einer anderen Realität hatte ein Kind, hatte er dem spielsüchtigen, alkoholkranken Booker angeboten, hey, gib mir das Kind. This is fine, it's that one line. Und wiege deine Schuld. Jetzt hören wir uns das an. That's what I'm saying. Went back home, Lord, my home was lonesome. Yeah. Went back home, Lord, my home was lonesome. All my brothers, sisters cry. See, but then I was too short. Das ist Ken Levine. Das ist quasi der Macher, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Bioshock und Bioshock Infinite. And then it's missing the next line. That's what I'm saying, like, this is the second, that's the third, that's the fourth, but then... And I don't think that's supposed to say lonely. Sie ist tatsächlich die Sprecherin von Elizabeth und er von Booker. Elizabeth, Booker. Dahinter der wahre Gott. Sorrow be unbroken by and by.
Should be like slowed down a little bit since it's the last verse. You can do that. Sounds otherwise, cool, there's like, well, otherwise there's just like an abrupt ending, right? All right. What I want to do, you guys are really, really, really good. What I want to do is make it 4/8 worse. I want to take the tempo down a little bit if we can, and sort of start by finding, like, Booker, if you could just be sort of like picking away at the beginning first, and then sort of start to play the song, and maybe then you guys kind of find the tempo together a little bit. I wanted to feel, you guys are so excellent and professional. Yeah, no, it won't be like that. I want to make it sound like it's not like, you know, Sheryl Crow and Eric Clapton in a session. He gets Eric Clapton, I get Sheryl Crow. Who do you want, Jop? Rip. Yeah. Joplin. Xtina. Britney Spears and Seal. Ja, ja, ja. So ist es. Und ich glaube, jetzt haben wir es geschafft, richtig? Da kommt noch was. Oh, das letzte bisschen. Werner. Da hat er wieder seine Wettschulden, beziehungsweise seine Wettzettel. Wir haben 1893, 8. Oktober. Oh. Das Mädchen, beziehungsweise die Kinderkrippe. Alkohol, beste Umgebung, um ein Mädchen aufzuziehen. Naja, wie auch immer. Worauf wollte ich hinaus? Ja, wenn man das Ganze weiter strickt, muss man sagen, die Lutesses sind schuld dran, weil sie haben die Maschine erfunden. Die haben das erfunden, dass man überhaupt reisen kann, und dadurch haben sie Elisabeth in 1000 Inkarnationen erschaffen, so dass sie jetzt durch die ganzen Dimensionen reisen kann. Und das ist eigentlich der Ursprung allen Übels. Gar nicht Comstock. Ja, doch, Comstock auch, weil letzten Endes in jeder Realität oder in jeder zweiten gefüllten Realität gibt es einfach einen Comstock, der
der da ist, und in jeder davon zweiten Realität gefühlt gibt es dann ein Columbia, das Scheiße baut. Und wenn es die Maschine nicht gegeben hätte, das Lotes-Teilchen hätte es auf jeden Fall gegeben. Anna? Dadurch wäre die Stadt zum Leben erwacht. Ob es auch die Maschine gegeben hätte? Wenn es sie nicht gibt, wird Comstock auch nicht steril. Dadurch kann er einen Nachkommen zeugen und kann seine Ziele auch weiter verfolgen. Somit ist es gar nicht schlecht, dass es passiert ist. Weil dadurch kann Elizabeth Comstock... Bist du das? ...in jeder Realität ausmerzen. So, das war's von mir an Seite. Wir haben es geschafft. Es ist getan. Es ist vollbracht. Schön, dass ihr mich begleitet habt hier bei Bioshock Infinite, dem Spoiler Let's Play. Ich hoffe, es ist alles klar. Wenn nicht, schreibt in die Kommentare, was unklar ist. Dann mache ich ein organisiertes, nicht chaostechnisches Erklärungsvideo zu der kompletten Timeline. Aber Leute, seien wir uns ehrlich, es gibt im Jahr 2020 eine Million Millionen Erklärungsvideos zu Bioshock Infinite. Die meisten guten sind auf Englisch. Gibt es deutsche gute? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe mir das immer auf Englisch gegeben. Egal, nichtsdestotrotz. Wenn der Wunsch da ist, sicher, mache ich. Wieso nicht? Ist ja lustig. Ich beschäftige mich extrem gern mit dem Thema Bioshock Infinite, weil es einfach, ja, ich glaube nach wie vor mein liebstes Spiel ist, was das Storytelling und die Atmosphäre betrifft. In diesem Sinne verabschiede ich mich hier von euch. Aber halt! Es gibt ja noch die DLCs und die werden wir spielen. Darauf komme ich noch zurück. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns bei den DLCs wieder. Die werden den Kreis noch ein bisschen runterschließen. Jetzt ist er schon, ja, kann man sagen, fast angebroken. Und wir werden den Kreis mit den DLCs dann doch noch schön schließen. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Man sieht sich. Und Cut.